Seit 6 Uhr blockieren die Russen das freie West-Berlin. Die Idee einer Luftbrücke zeigt sich an. Amerikanisches Kaimantraum, Japan und Alaska. Hawaii. Im Minutentakt starten Maschinen aus Westdeutschland und landen in Berlin-Tempelhof und Gator. Ich bin ja direkt am Fliegerhorst aufgewachsen. Der Waldweg in Fassberg liegt direkt am Fliegerhorst und dahinter den Wald mit dem Waldfriedhof. Und das war alles Spielplatz für uns, als wir Kinder waren. Da haben wir Räuber und Gendarm gespielt und Indianer. Ich habe Kuchen geklaut bei meiner Mutter im Keller. Das haben wir da hingeschleppt. Denn die Indianerkrieger, die mussten ja was zu essen haben, wenn die kamen. Ich sehe plötzlich in einem Busch zwei so Kugeln. Da sahen mehr aus wie Eier. In Graugrün, so ähnlich. Und da war der hellgrüne Knopf drauf mit dem eingelassenen weißen Haar. Und ich habe gedreht und habe gezogen und ich habe die Knöpfe nicht abgekriegt. Dann habe ich also die beiden Dinger in die Tasche gesteckt und bin nach Hause gegangen. Dann habe ich meinem Vater gesagt, Papa, ich habe hier, guck mal. Er sieht mich, schubst mich um, zieht mir die Hose aus, macht den Sickerschachtdeckel auf, schmeißt die Hose mitsamt. Da hatte ich 2 Handgranaten mit nach Hause gebracht. Und die waren noch scharf. Und es war ja bis 1950, konnte man überall im Wald noch was finden. Wir haben mit den Kindern gespielt. Es standen auf der einen Seite die Deutschen, auf der anderen Seite die Engländer. Fucking bastard, you're a bastard, you're a coward, the Germans are all shit. Da dachte ich mir, oh, wir müssen Englisch lernen, um das zu verstehen. Also haben wir Steine geworfen und die Steine zurückgeworfen, so lange. Bis wir sagten, was soll das Ganze, wir spielen einfach mal zusammen. Und dann haben wir zusammen gespielt und haben die groben Wörter gelernt und haben auch ein bisschen Englisch gelernt. Und dann hat sich meine Lehrerin in Hermannsburg gewundert, wieso sprichst du eigentlich Englisch? Ich sage, naja, ich spiele täglich mit den englischen Kindern. Und das lernt man dann ja doch sehr schnell, ne? Wir hatten zum Beispiel eine Tante, die bei uns damals wohnte, die sprach Englisch. Und dadurch war es überhaupt keine Schwierigkeit, sich mit diesen zu unterhalten. Ne? Und dann gab es noch einige bei uns in den Straßen, die übersetzten dann auch. Zum Beispiel die Briefe, die aus Gefangenschaft kamen, wurde dann übersetzt von diesen. Ne? Da waren einige, die tatsächlich hier bei uns, auch in Fassberg, damals schon Englisch sprachen und helfen konnten. Also das war, die Luftbrücke war ja 48, 49 und zu Weihnachten 48 habe ich ein paar Stelzen bekommen vom Nachbar, der war Zimmermann, der hat die selber gemacht. So, und das war auch schon was Besonderes. Und wir waren ja immer nach der Schule eine Clique, wir Jungs, 5, 6 und wir waren am Waldwegende und ich mit meinen Stelzen da ganz stolz. Und da kam vom Wald raus und vom Friedhof her kam eine Gruppe Amerikaner und die waren aber leicht angeschossen, die hatten einen getrunken und der eine wollte nun unbedingt auf meinen Stelzen gehen und ich habe sie ihnen auch gegeben. Es waren ja für uns keine Feinde, wir haben ja nur Gutes von denen gehabt. Ja. Ich habe die Stelzen dem Amerikaner gegeben. Und er machte 3, 4, 5 Schritte und ruckzuck ein Stelzen war durchgebrochen und er lachte auf der Erde. Und ich stand da, nicht? Und dann hat er mir einen Dollar dafür gegeben. Und ein Dollar, das war damals 5 D-Mark. Er war ja noch nicht konvertierbar, noch nicht wechselbar. 5 Mark, das war also 1948, gerade nach der Währungsreform, sehr viel Geld. So sammelten wir zum Beispiel auch während der Amerikaner, die hier waren, die schwirrten ja überall rum, es wurde viel geraucht auch, sammelten wir auch diese Kippen.
für die Tabakpfeife unseres Vaters oder unserer Nachbarn. Nicht? Das, die sammeln wir auch immer fleißig aus. Und natürlich auch die Amerikaner brachten uns ja auch viel an Neuigkeiten. Wir kannten keine Bananen, wir kannten keine Apfelsinen. Die lernten wir da kennen. Und Kaugummi natürlich, das war natürlich das Wichtige, Kaugummi. Wir kauten, und das war das Problem in der Schule auch, wir kauten alle und der Lehrer war da gar nicht so von begeistert. Nicht? Und da mussten wir das Kaugummi irgendwo lassen. Es wurde hinterm Ohr wurde das geklebt oder auch unter der Bank. Und dann haben wir den Amerikanern, die haben ihre Coca-Cola zur Kühlung auf der Fensterbank gestellt und wir haben uns reingeschlichen. Und haben denen die oft geklaut. Denn Coca-Cola, das war ja auch für uns was ganz Neues. Da, wo die Maschinen gestartet sind, die waren nicht mal haushoch über uns. Alle Minute oder wann ist ja eine Maschine gestartet. Und da wuchs so schöner Klee und wir hatten ja alle Kaninchen, gab ja nichts zu essen weiter. Uns ging es ja genauso schlecht wie den Berlinern eigentlich. Ne? Wir waren auch oft an der Lande- bzw. Startbahn auf dem Fliegerhorst. Und Horst, du hast ja schon gesagt, wenn die Maschinen gestartet oder gelandet sind, die kamen in Haushöhe über uns rüber geflogen. Und wenn die von der anderen Seite kamen und die Kehre gemacht haben zum B-Laden, dann haben wir da auch gestanden, das waren die Skymaster, die viermotorige. Und ich erinnere mich, wir standen also etwa, bevor die Maschine die Kehre gemacht hat, vielleicht 50 Meter weg. Und ein Amerikaner hat Schokolade rausgeworfen. Ne? Und dann sind wir, natürlich wollten wir hinstürmen. Und dann hat er uns weggewinkt, weil wir würden ja dann in den Propeller so kommen. Ja? Und das haben wir dann auch verstanden. Und als die Maschine weg war, sind wir dann natürlich hin und haben uns die Schokolade geholt. Ja. Da bin ich in die Lüneburger Heide gekommen, und zwar direkt nach Fassberg. Da ging mein Leben richtig los. In Fassberg, das war ungefähr wie in einer Goldgräberstadt. Ne? Es war viel Geld geflossen, die haben ja unheimlich viel verdient, weil sie geflogen sind, kriegten ja viele Zulagen und so. Ne? Die Luftbrücke fiel ja zusammen mit der Währungsreform und das ist sehr wichtig, damit man mal weiß, wie viel Geld hier in Fassbech zu der Zeit war, wie die Luftbrücke war. Denn ein normaler Soldat, ein amerikanischer Soldat, der bekam im Monat 3.000 Dollar. Es gab zwei verschiedene Dollars. Es gab den AB-Dollar, der kostete 18 D-Mark damals und der grüne, der kostete 20 D-Mark. Jetzt kann man sich ausrechnen, wie viel ein normaler amerikanischer Soldat hatte, wenn der das in D-Mark umgetauscht hatte. Der war steinreich. Ja, und wie die Luftbrücke dann losging, war ja in Fassbeck selbst Jubel, Trubel, Heiterkeit. Wir hatten da einen Zulauf. Wenn man durch Fassbeck gegangen ist, die große Horststraße runter, da kamen dann alles Verkäufer, die dies, jenes verkaufen wollten. Und die Amerikaner, die gingen ja dann überwiegend in die Gasthaus Regina Bar. Da war dann jeden Abend der Teufel los. Und da gab es dann auch viel Ärger, weil die alles kaputtgeschlagen haben, zeitweise, wenn sie besoffen waren oder was weiß ich. Und dann, wenn die Engländer oder amerikanische Polizei kommt, die waren dann so brutal,
da gab es kein Erbarmen. Die haben den Stock genommen, über den Kopf gehauen, wenn sie nicht pariert haben, was sie machen wollten, ja. Und das Tollste war, in der Arena war die, da waren, standen zwei Musikboxen, in der Arena war. Die gingen nie aus, die liefen Tag und Nacht, weil die Amis waren ja Tag und Nacht da. Ich musste morgens um 8 anfangen zu arbeiten, dann lagen vor der Arena Bar so 50 bis 60 Amis, als wenn sie die erschossen hätten. Die waren so besoffen, die lagen dann auf der Wiese. Dann kam LKW, Klappe auf, da wurden die alle raufgeschmissen, dann fuhren die ab. Und eine Stunde später kam dann die nächste Schicht, die jetzt hier Feierabend hatte, die ging wieder in der Regina Bar rein. Wir sind ab und zu abend zum Tanzen gegangen bei August im Busch. Ich weiß nur, bei August im Busch in der Mitte im Saal stand ein dicker Pfeiler. Die Kommandeure haben die Soldaten gewarnt vor den Veronikas. Veronika ist eine Verkürzung des Akronyms Venerable Disease. Das ist eine Geschlechtskrankheit. Man durfte nicht während der Luftbrücke an die Wache gehen, weil dort die leichten Mädchen standen. Die haben sich hübsch angezogen, kurzen Rock an, es gab ja Hosen, gab es ja gar nicht. Ja. Und haben sich eindeutig angeboten. Und dann waren natürlich auch in unserem Hause wohnten zwei Veronikas. Die waren darauf angewiesen, für ihre Familien Geld zu verdienen. Und ich habe die manches Mal weinen sehen. Das waren, ich habe sie natürlich auch, wenn sie abends loszogen, als fröhliche, schöne Frauen gesehen, soweit man das als Zehnjähriger beurteilen kann. Und, aber wenn sie dann mal morgens aufstanden und sich wieder präparierten für den Tag, da ist manche Träne geflossen. Wir haben im Keller Schule gehabt, weil die Klassen so groß waren, die konnte man gar nicht in einen Raum reinkriegen. Da wurden alle Räume wurden als Schulen, auch im Kirchenkeller und so. Da wurde auch Milch verkauft und was weiß ich. Die wussten auch gar nicht richtig, was sie unterrichten sollten. Geschichte und so haben wir bis zum Urk der Urmensch gemacht. Die alte Geschichte, die durfte nicht gelehrt werden, hier aus Hitlers Zeiten und so. Das war ja alles weg. Und das Neue war noch nicht in den Büchern aufgenommen. Wir als Schüler hatten wenig Spaß an der Schule. Und wenn wir dann gefordert wurden, dann haben wir auch meistens viel Unsinn gemacht. Wir waren bis zu, Manfred kann das bestätigen, bis zu 70 in der Klasse. Und da hat die Lehrerin ganz schön mit uns zu tun gehabt. Das war damals noch üblich, dass man sich prügelte, auch auf dem Schulhof. Und da gab es eine eigene Hackordnung. Ich habe manches Mal bis zu einer Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich von der Schule wieder nach Hause gekommen bin, dass ich mir einen Umweg ausgedacht habe, ganz rum fast im Trauen und hintenrum, um in die graue Siedlung wiederzukommen. Wir sind ja Tag und Nacht geflogen, ja. Alle 5 Minuten ist vom Fassberg aus ein Flugzeug über Fassberg weggeflogen mit Kohle nach Berlin. Nur nachts zwischen 3 und 5 sind die nicht geflogen. Da haben sie gedacht, irgendwas stimmt da nicht. Ne? Da wurden sie nachts wach, wenn da irgendwas, da fehlte was dann. Ne? Aber na, das hat uns nicht gestört. Das war doch ein schönes Geräusch. Ja. Und dann sind wir in Hannover vom Arbeitsamt aus eingegliedert worden in die GZLO-Einheit 441, die in Hameln war. Und dann gleich hier nach Fassberg bzw. nördlich der Rollbahn nach Traun. Naja, jetzt kamen wir dann nach Fassberg. Am 28. wurden hier in diesen Gebäuden oder in den Mannschaftsunterkünften, die hier überall stehen, oben auf dem Boden erstmal untergebracht, weil es war ja nichts da. Und später wurden dann Zelte gebaut in Traun, in denen wir im Sommer untergebracht waren.
Und im Herbst wurden dann Nissenhütten gebaut, diese halbrunden. Und dann haben wir da gewohnt, in diesen, zuerst mit 12 Leuten auf so einer Hütte und dann später mit 8. Erwähnenswert, wer nachts geschnarcht hat, der wurde oft von Kollegen mit seinem Bett rausgetragen. Ne? Das ist also auch passiert. Das sind so die netten Erinnerungen. Das war, wir kriegten ja Kleidung, das waren umgefärbte englische Uniformen in Braun und auch Arbeitskleidung, die eben in der englischen Armee üblich waren, zugeteilt. Und dann diese Lederwesten, die eben für das Kohlendrüben eigentlich wie gemacht sind, weil ja die Kohlensäcke waren ja nicht sauber. Wir sahen ja immer aus wie die Schornsteinfeger. Wir haben drei Schichten gehabt, von 6 bis 14, 14, 22, 22 bis 6. Wir waren eine Mannschaft, eine Verlademannschaft, waren immer 12 Leute. Wir kamen zur Rollbahn, wurden wir gefahren. Absetzen, übernahmen den LKW von der anderen Schicht. Entweder war der schon beladen oder auch nicht. Dann bekamen wir die Maschine, das Flugzeug zugeteilt. Die Flugzeuge hatten ja hinten am Seitenleitwerk große Ziffern. Man konnte von Weitem sehen, wenn der landet, das ist unsere. In dem Flugzeug kam noch ein sogenannter Lademeister, ein Amerikaner, der die Säcke zählte, wo sie hinkamen, und verspannte. Wir haben jedes Flugzeug beladen mit 200 Säcken. Manchmal waren es 198, 205. Das wusste aber der Lademeister, der Amerikaner. Wir haben geladen. Na, unser Rekord war 5,5 Minuten, die 200 Zentner. Zuerst haben wir ja die C-47 geladen. Die war schlecht zu beladen, weil die schräg stand. Und später kam ja dann die Skymaster. Nichts als Kohle. Einmal oder zweimal Verpflegung, aber die wollten wir nicht wieder. Die Kartons, wenn die aus Versehen, sage ich jetzt, runterfielen, die blieben heil. Die hatten man so scharfkantig überall, wenn man die unter den Arm hatte. Da passten sich die Kohlensäcke besser an. Wir haben Flugzeugwachten, und zwar Scheibenwischer, Hydraulik, alles Mögliche, was also anfiel. Im Winter bei Schnee hatten sie solche dicken Rohre, wo heiße Luft durch. Und dann standen wir auf den Podesten oben und haben dann gearbeitet und haben die warme Luft bekommen. Und die heiße Luft, und jedenfalls der letzte Fimmel, der noch da war, musste der Sicherungssplint reingemacht werden. Und der ist abgehauen, und den haben wir dann unten gesucht, im Schnee. Wir haben ihn aber gefunden. Und das war also, die Maschine hätte sonst nicht fliegen können. Nicht? Ich habe auf dem Flugplatz mehr in der Schmiede gearbeitet, ne? Als Schmied. Ne? Und dann habe ich auch vorher die Rollbahn mitgebaut, die PSB-Platten, damit die Rosinenbomber landen konnten. Ne? Und dann haben wir, das war alles unter den Engländern, kann man sagen. Ne? Und dann haben wir damit so einen Hebebaum, der die Platten hochgehoben, untergestoppt, wird immer wieder durch das Landen immer ein paar Löcher kamen. Ne? Und der Dummy, der hat da mit dem Fernglas geguckt, ob wir auch gearbeitet haben. Ne? Ja, und dann ging die Verladerei los. Und wir hatten die Aufgabe bei den Engländern, dass wir nur für die Instandsetzung des Fliegerhorstes verantwortlich waren. Ich war ja damals Kraftfahrer, ich bin ja nur mit einem Auto gefahren und habe die Leute immer zur Arbeit gebracht, was sie machen mussten. Wenn sie jetzt irgendwas da abladen mussten oder aufladen mussten oder wir mussten da auch was ausbessern und so weiter, dann bin ich da immer gefahren. Bei schlechtem Wetter, wenn es jetzt geregnet hatte, sind die Flugzeuge gelandet, und durch die PSP-Platten, die hatten so runde Löcher drin,
dass die arbeiten konnten. Und da kam es natürlich vor, dass Löcher entstanden. Und wir haben dann immer von Zeit zu Zeit die Startbahn wieder instand gesetzt. Also das heißt, dass wir die mit Sand ausgefüllt haben. Es gab drei Küchen, die Sergeantenmess, die Ermensmess und die Offiziersmess. Und man muss sich so eine Küche nicht mehr so vorstellen wie heute. Es wurde also noch mit Holz geheizt, Holz und Kohle geheizt. Toast wurde nicht mit dem Toaster gemacht, sondern mit einer Roste. Es gab keine Teemaschinen, der Tee wurde noch so gekocht, uralt, wie die das früher gemacht haben. Und die Beschäftigung der Jungs bestand jetzt darin, in jeder Küche waren zwei Jungs. Die Kartoffel raufholen, den Toast machen, die Butter schneiden, den Tee kochen und dann was noch so an kleinen Arbeiten anfingen. Und dann kamen sie in die Kantine. Dann wurde bei uns, da war bei uns voll. Ne? Wir wussten nicht, was wir zuerst und zuletzt machen sollten. Ne? Weil die dann alle Zeit hatten. Und das war in der Nacht. Um 10 haben wir angefangen und morgens um 6 war die Schicht zu Ende. Und dann war man auch froh, wenn man wieder nach Hause gegangen ist. Ne? Das waren, die Tische waren groß und lang und da saßen die Gäste dran, nicht? Die Offiziere. Und denen wurde dann das Essen angereicht und die haben dann essen können. Ne? Dem habe ich auch ein Essen serviert. Das hat insofern eine Bedeutung, dass der Eisenhower sehr freundlich und nett war und zur Besatzung zählte, aber trotzdem uns gegenüber freundlich war. Ne? Das war wirklich damals sehr, sehr wichtig. Ne? Ich hatte das Glück, auch zweimal mitfliegen zu dürfen, aber wie gesagt, nur wie gesagt, landen, ausladen und dann wieder weg. Ein Flugzeugabsturz haben wir erlebt, das heißt, wir haben davon gehört. Aber da gewesen, an der Stelle sind wir nicht. Dann muss irgendwo in der Heide ist eine DC-4 abgestürzt. Die Insassen waren wohl auch gestorben. Mal nachher, nach der Luftbrücke, als ich auch schlauer wurde, warum das alles sein musste, war ich da mal einigermaßen stolz, dass ich dabei geholfen habe, dass Berlin, West-Berlin weiterlebte. Es war ein Zusammenhalten, es war eigentlich hatte jeder das Gefühl, wir müssen das schaffen. Ja, so ein Werk hinzustellen, das würde man heute, glaube ich, nicht mehr zustande kriegen. Also das kann ich nur unterschreiben, das mit den alliierten Arbeitskräften war ein gutes Verhältnis. Anders ging es ja auch gar nicht. Die waren ja froh, dass wir uns haben. Gehabt haben, dass wir mit denen gearbeitet haben. Also ich habe das ganze Jahr, was ich da war, nicht eine irgendein Ärgernis erlebt oder was oder Repressalien oder das war alles bestens. Vor allen Dingen wir wussten, wofür wir es taten. Wir wussten, dass wir helfen konnten und das war das A und O. Da kann man schon drauf stolz sein. Thank you.
Und das war eine ganz tolle Sache, weil es. Hier ist Rias Berlin. Wir unterbrechen für eine Sondermeldung. Berlin. Seit 6 Uhr blockieren die Russen das freie West-Berlin. Alle Übergänge in die Ostsektoren sind gesperrt. Das gilt für den Autoverkehr, den Zugverkehr und die Schifffahrt. Die Lage im freien Berlin scheint zu eskalieren. Auch der Strom wird abgeschaltet. Wir hatten ja auch Stromausfall und da hatten wir zum großen Glück hatten wir eine Gaslaterne mit Gasanschluss in der Wohnung. Das ist eine Sache, die war schon vorher öfter aus Notsituationen entstanden, dass es an einem Tag zu bestimmten 2 Stunden Strom gab. Und wenn der dann da war, dann kochten alle Leute, dann wurde gebügelt, dann wurde der Wecker gestellt. Wenn es dann die Nachtstunden betraf, haben die Menschen ihren Alltag urmäßig auf die Möglichkeiten der Stromversorgung abgestellt. Und auch Licht und wer arbeiten wollte, wer lesen wollte, war natürlich dann auch abends sehr eingeschränkt. Wir lebten in einer Einzimmerwohnung zu viert und haben gehungert. Das ist das, was mir am meisten im Gedächtnis bleibt. Und es gab ja keine Heizung, kein Licht. Wir saßen dann zu viert in einer Einzimmerwohnung in der Dunkelheit und Kälte. Ja, das war die Hungerzeit. Und an die erinnere ich mich nicht gerne. Die Luftbrücke, die brachte dann Kartoffeln, beziehungsweise das waren Trockenkartoffeln und Trockengemüse. Und das Trockengemüse, das musste ich am Abend vorher einweichen im Topf mit Wasser. Und dann konnte ich es am nächsten Tag dann kochen für meinen Vater. Ich weiß, dass wir auch manchmal so ein bisschen was vom Care-Paket bekommen haben. Das wurde vom Amt dann, beziehungsweise in Spandau, wurde es dann vom Bezirksamt verteilt. Im Rathaus. Zu meiner Konfirmation gab es Fischbouletten. Was anderes gab es nicht. Meine Mutter musste dann improvisieren. Die Gewässer von Berlin sind sehr fischreich und da gab es immer Fische. Also Fisch gab es immer. Das gab dann auch schon, ich weiß nicht mehr, ob das mit der S-Bahn war oder mit einer Richtenbahn, die Fahrten aufs Land. Und ich hatte vielleicht das Glück, meine Tante ist ja mit mir immer da aufs Land gefahren, dass sie hat mich immer mitgenommen und ich muss wohl so verhungert ausgesehen haben, dass wir da eine alte Frau gefunden haben, die immer was gegeben hat, ganz viel. Kind war ein Mittel, eher praktisch eine Ausreise bekommen. Und das wurde dann dadurch beschleunigt, dass wir diesen praktisch Airlift-Ausweis bekommen haben, den ich hier mitgebracht habe. Und der wurde ausgestellt für eine Zeit vom 25. April bis 24. Mai 1949. Also da ist noch meine Mutter drauf, der Vater hat dasselbe gehabt. Und hier steht auch Berlin-Gardow drauf, ne? Und auch die entsprechenden Polizeiunterschriften. Das Ganze ist auch in Russisch abgedruckt und das war eigentlich der Schein, mit dem man aus Berlin rauskam. Aber denn, wie gesagt, es ging ja nichts, es war ja alles gesperrt, also blieb nur das Flugzeug übrig. Es waren aber wegen des Transports natürlich auch viele Produkte ungewohnter Lebensmittel wie Trockenkartoffeln, Süßkartoffeln und ich weiß nicht, die Amerikaner waren sehr weit in dieser Technik, Lebensmittel zu dehydrieren. Das ist nicht immer wonnig, wenn besonders nicht genug Strom da ist, wenn sie irgendwas Getrocknetes längere Zeit zur Garzeit kochen müssen. Flugzeuglärm war natürlich bei den
das kennen wir heute auch, wer am Flughafen wohnt, hat diese Belästigung. Aber in der Situation, in der man war, dann war man dankbar für jedes Flugzeug, was man hörte. Darum hießen die auch Rosinenbomber, weil die bei dem Anflug auf Tempelhof, haben die beim Anflug, da konnten sie etwas langsamer fliegen, haben die aus dem Fenster so in Tüchern oder weiß ich, in Papier, Süßigkeiten und sowas abgeworfen. Und darum hieß das Rosinenbomber. Das sollte immer erinnert werden, dass uns geholfen wurde auf eine sehr menschenfreundliche Art. Die Dinge, die man von Zeitzeugen erzählt bekommt, die dabei waren damals bei der Luftbrücke, die einem authentisch etwas erzählen können. Das ist überhaupt nicht vergleichbar mit Dingen, die man beispielsweise in einem Buch liest. Die Erinnerungskultur ist ein wichtiger Teil der Bildung in unserer heutigen Gesellschaft. Und ich bin froh, durch die Zeitzeugeninterviews Einblicke in diese besonderen Geschichten zu erfahren. Ich fand es bemerkenswert, dass die Zeitzeugen uns ihre Geschichten und Erlebnisse so vermitteln konnten, weil ich meine, man kann auch die Geschichten halt in Büchern oder auch im Internet lesen und die sind dann nicht so einfühlsam wie die Gespräche, die wir eben hier in den Interviews haben. Hat die Arbeit mit den Zeitzeugen besonders gut gefallen und wir haben dadurch einen besonders vielfältigen Einblick in die damalige Zeit bekommen. Ich finde es besonders faszinierend, welche großartige Arbeit die Zeitzeugen bzw. unsere vorherige Generation damals geleistet hat. Ihr Völker in Amerika, in England, in Frankreich, in Italien, schaut auf diese Stadt und erkennt, dass ihr diese Stadt und dieses Volk nicht preisgeben dürft, nicht preisgeben könnt.